Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video hier und gleichzeitig zum Mallorca-Vlog. Für mich geht's gleich zum Flughafen. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe, dass wir einige coole Dinge im Urlaub erleben werden. Ich nehme euch auf jeden Fall bei allem mit und jetzt geht's erstmal zum Flughafen. Das hier ist übrigens mein AirPod-Outfit. Bisschen basic, aber ist, glaube ich, ganz cool. Immerhin passen die Farben zusammen. Und es war so ein Struggle, weil ich habe nur Handgepäck dabei, weil Aufgabegepäck war richtig teuer. Und ich hoffe, dass einfach gleich alles gut geht beim Check-in, weil ich musste jetzt mein ganzes Make-up und mein ganzen Stuff muss ich ja dann gleich da rausholen in so Plastiktüten. Aber hoffen wir, dass es wird. Jetzt kommt erstmal mit. Ich bin mittlerweile gelandet, habe mich schon mit meiner Mom getroffen und die Zeit bisschen, bis wir ins Hotel einchecken können. Haben wir uns jetzt hier noch ein bisschen was zu essen geholt. Ich habe so griechischen Joghurt in Spanien mit Früchten und das ist ein Acai Bowl und ein Panini. So, ich zeige euch jetzt direkt mal die ersten Einblicke vom Hotel. Das Ganze ist ein bisschen in so einem Marine-Style, wie ihr das hier auch schon seht. Die ganzen Wände sind übelst lange Gänge und alles ist hier so ein bisschen so gehalten. Und das hier ist übrigens mein Zimmer. Für mich geht es jetzt gleich erstmal direkt aufs Boot. Ich habe mit meinen Freunden ein Boot gemietet. Da fahren wir jetzt ein bisschen raus, selber ohne irgendwen, der dabei ist. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich hätte auch gedacht, man darf das eigentlich nicht, aber es ist wohl erlaubt. Von dem her alles gut. Ich hatte gehofft, dass wir hier eigentlich Delfine sehen können, aber diese ganzen Delfinentouren fangen erst ab nächster Woche an. Das ist ein bisschen traurig. Ich habe mich schon gefreut. Vielleicht kommt ihr heute trotzdem raus. Wer weiß. Falls ja, seid ihr dabei. Nehme ich euch mit. Okay, ich hoffe, man hört mich gut. Wir haben uns gerade ein Boot ausgeliehen und fahren jetzt so ein bisschen Richtung Sonnenuntergang. Das Boot ist viel größer, als ich dachte. Also ich dachte nicht, dass man damit fahren darf, aber ich gebe euch gleich eine Boottour und dann zeige ich euch mehr. Wir fahren ein bisschen so um die Küsten rum. Der hat kurz erklärt, wie das Boot funktioniert. So vorwärts, rückwärts fahren, Anker auswerfen und so weiter. Jetzt fahren wir da ein bisschen um die Küsten rum und gucken mal, was wir alles so entdecken. Ich hoffe immer noch auf Delfine, aber ich glaube, das ist vergebens. Egal, wir sehen uns später. Ey, man kann einfach sein Handy hier mit verbinden. Wie cool ist das bitte? Okay, ich habe es jetzt einfach mal gewagt und mich nach ganz vorne hingesetzt aufs Boot. Literally, meine Füße werden nass von dem Wellengang. Und je nachdem, wie stark die Wellen sind, gerade geht's. Es ist echt ganz schön krass hier, aber macht auf jeden Fall Spaß. Freunde, ich bin einfach gerade in der Tennisakademie, weil Freunde von mir professionell Tennis spielen. Und dann haben die mich mitgenommen auf den Platz und ich sitze da so, erstmal alles voll normal. Und auf einmal höre ich nur so, ah. Also haben die so komplett am Stöhnen. Ich blende euch mal ein Video davon ein. Ich kann euch gar nicht sagen. Hier kommt's Video. Und ich musste mich so zusammenreißen, nicht zu lachen. Also ich weiß wirklich, no disrespect, es ist natürlich auch gut für den Sport und so. Und wenn es anstrengend ist, ich kann es voll verstehen. Aber ich sitze da so, hab's gar nicht expected, höre das auf einmal so die ganze Zeit. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Okay, wir versuchen heute in Palma feiern zu gehen. Bisher war das Ganze nicht so erfolgreich, denn entweder war es viel zu ruhig, einfach keine Musik mehr an ab 24 Uhr, oder es sah ungefähr so aus. Wir haben aber jetzt noch so Locals kennengelernt und die haben uns erzählt, dass so ein Club ganz gut sein soll. Da versuchen wir jetzt mal unser Glück und wenn das nichts wird, dann gehen wir einfach nach Hause, weil noch eine Niederlage schaffe ich nicht. Okay, also das war heute irgendwie nur mit Ticketeinlass und das war einfach komplett schon ausgebucht. Das heißt, wir haben heute leider keinen Club gefunden, aber dafür haben wir jetzt einige Ideen für Samstag und dann versuchen wir das da nochmal. Okay, wir sind heute ein bisschen in Palma unterwegs und das Rückwärtslaufen ist ein bisschen kritisch, da kommen immer Leute, aber egal. Wir erkunden jetzt ein bisschen die Stadt. Wir haben gerade schon ein paar Fotos von früher nachgestellt. Ihr seht hier mal ein paar Einblendungen, wie das geworden ist. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und wir haben eine Zuschauerin gerade getroffen. Die war total süß. Ja, das stimmt. Und haben wir sonst noch irgendwas vor? Ah, wir drehen vielleicht TikToks. Die Ja, seht ihr dann auf meinem ja. Profil.
könnt ihr dann abchecken, sehr gerne. Perfekt. Okay, meine Mama wollte kurz was sagen. Ich habe ein TikTok-Video gesehen und das würde ich total gerne mit dir machen, weil es ist Salsa. Okay, können wir machen? Was passiert da drin? Können wir es einfach mal machen? Okay, können wir machen. Gut. Dann kriegst du jetzt die Kamera. Okay, dein Videokonzept. So, also, ich gehe hier rüber. Dann wink ich dich ran. So. Dann zeige ich dahin. Dann hast du die neue Pizza. Und dann legen wir los. La clave, mi gente. La clave llama la salsa. Okay. So, meine Mama wollte jetzt für Luna, also das Kind meiner Cousine, ein Bild machen. Ja, perfekt. Und was sagst du zum Ergebnis? Bist du glücklich? Soll ich es euch mal zeigen? Ja, zeig. Hab's gerade schon ein bisschen gesehen. Es ist total schön. Ich find's auch richtig schön. Glaubst du, Jasmin wird sich freuen oder Luna? Ich denke schon. Ich denke auch. Wenn sie das nicht aufhängt, weiß ich auch nicht. Mama, wenn du willst, ich hol dir alles. Louis Vuitton, Gucci, haben wir alles am Start. Was willst du? Oder so eine Cap? Sehe ich dich ja auch drin. So eine Mallorca-Cap. Nein. Wir sind gerade essen mit mehreren Freunden. Und da vorne macht er die Paella. Direkt aus der Pfanne. Das hier ist übrigens der View. Richtig, richtig schön. Freunde, wir haben heute den vorletzten Tag und den letzten Abend hier und wir wurden jetzt random auf so eine Hausparty eingeladen, hier in den Bergen. Hinter mir seht ihr das Meer und ich zeige euch gleich noch mehr Einblicke von der Location. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ist. Bisher sind noch nicht so viele Leute da. Gucken wir mal, ob es ein Fail wird oder ob es cool wird. Ich nehme auf jeden Fall mit und versuche euch einen anderen Hintergrund Backstage-Einblicke zu zeigen. Let's go! Okay, Freunde, ich bin gerade in der unteren Etage. Mir wurde gesagt, hier sind die Rooms. Und ich wollte ein bisschen für euch filmen und dann kam der Gastgeber. Es war fast richtig, richtig kritisch. Und ihr glaubt mir nicht, was ich heute alles gesehen habe. Ich bin einfach nur schockiert. Und wenn ich das euch erzählen würde, das Video würde legit gesperrt werden. Stellt euch einfach vor, als wäre es wie ein Film Hangover nur mal 5. Und dann wisst ihr, was genau hier hinter den Türen alles ist. Hilfe. Achso, ich gehe jetzt nach Hause, das war mir zu viel. So, wir haben den letzten Tag und der Flieger geht in ein paar Stunden und wir haben uns jetzt dazu entschieden, nochmal vorher ein bisschen Jetski fahren zu gehen, ohne dass wir danach irgendwie uns irgendwo trocknen können oder duschen können, aber wir müssen nochmal mitnehmen. Ich bin sehr gespannt, ich versuche dabei ein bisschen zu filmen. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Okay, die Jetskis stehen schon mal bereit und hier sind auch einige Neoprenanzüge. Ich hoffe sehr, dass die für uns sind. Okay, Update. Ich habe es nicht mehr geschafft, mich umzuziehen. Also ich steige jetzt gleich mit Bikini in den Flieger, aber ich habe schon eingecheckt und alles, bin quasi hier schon durch. Habe mir gerade noch kurz was zu essen geholt und ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Falls ja, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und folgt mir gerne für weitere Vlogs, denn ich hoffe und glaube, da kommt noch einiges Cooles. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!